Hallo und herzlich willkommen bei Abenteuer Kastenwagen. Heute befinde ich mich bei meinem Händler Windisch Wohnmobile und möchte euch genau dieses Schätzchen im Hintergrund vorstellen. Und das ist der Globe Car 640 in einer ganz speziellen Edition. Und genau die möchte ich euch jetzt mal zeigen. Hier steht er in voller Pracht, der Globe Car 640. Hier diese ganzen Specials, die mein Händler Windisch Wohnmobile dran gemacht hat. Diese LEDs oben, eine modifizierte Stoßstange, 18 Zoll Leichtmetallfelgen und diese Folierung, die einfach durchgehend zusammenpasst mit diesem Bronze, mattschwarz und grau. Auch die Felgen extra in der Bronzefarbe des Fahrzeugs wieder, einfach sehr, sehr schön zusammenpassend. Auch hier oben an der Heck oder an dem Heck findet man wieder die Rückfahr-LED-Scheinwerfer. Hier haben wir jetzt hinten in der Heck kein Fenster drin. Dafür haben wir aber überall Rahmenfenster. Und das ist natürlich eine schöne Sache. Es ist viel windschnittiger als die aufgesetzten Fenstern, die man sonst hat. Das Auto hat einen schönen Fahrradständer bzw. noch eine verlängerbare Anhängerkupplung, so dass man ohne Probleme die Tür aufkriegt, wenn auch hinten noch ein Träger dran ist. HeoSafe ist komplett rundherum verbaut an allen Türen. So, dann machen wir mal den Kofferraum auf. Meter, das heißt, wir haben natürlich einen Längsschläfer. Das Fahrzeug ist jetzt eingerichtet. Es hat eine Kurzzeitzulassung und hat im Moment 600 Kilometer. Kann jederzeit hier bei Windisch Wohnmobile begutachtet werden und natürlich auch gekauft werden. Wenn man hier mal in diesen großen Heckraum reinschaut, ist es Wahnsinn, was hier ein Platz drin ist. Haben wir hier hinter der Klappe verbirgt sich dann der Platz für zwei Flaschen Gas. Natürlich mit Duo Control. Machen wir mal wieder zu. Auch hier hört man schön verarbeitet. Es geht ganz leise und geschmeidig zu. Auch hier an der Seite nochmal schön 640 mit diesen Bergen. Wie gesagt, hier überall HeoSafe. Dann gehen wir mal rein in das gute Stück. Ja. Schaut euch das an. Extra wurde das Auto mit Ledersitzen ausgestattet und alles wieder im Interieur so, dass auch die Sitze zum Innendesign passen. Meter, wie eben schon erwähnt, Längsschläfer, tolle große Betten und schaut mal hier oben, so viel Ablagefläche, da sollte für jeden und für alles an Klamotten Platz sein. Hier in der Küchenzeile hat man auch zwei Schränke, die man für alles Mögliche nehmen kann. Die Küchenzeile ist sogar Platz für eine Kaffeemaschine. Dann hier ein Waschbecken mit einem normalen Zweiflämmer. Und hier unten auch wieder ganz viel Möglichkeiten, Sachen zu verstauen. Hier haben wir noch eine Arbeitsplattenerweiterung. Dann gehen wir weiter ins Bad. Das Schöne hier am Bad ist, wir haben keine Tür, die in den Raum reinragt. Es ist eine schöne Lamellentür. Und was ein großzügiges, großes Bad. Sehr viel Platz
Und das macht doch wirklich so eine Reise schon gleich aus. Ich finde das toll. Und vor allem hier, wer die Dusche sucht, die Duschwanne sieht man ja schon, übrigens mit zwei Abläufen. Wir haben hier ein Schwenkbad. Tolle Sache. Das hält mit einem Magnet unten am Boden fest. Und nun haben wir das Ganze in die Duschkabine umgewandelt. Und auch hier hat man einfach sehr viel Platz. Zack, wir nehmen das Ganze wieder zurück. Alles hält wieder mit einem Magnet fest. Und wir haben wieder unser Bad. Da wir hier nur ein Heki drin haben, haben wir hier jetzt keine Möglichkeit, den Schlauch rauszuziehen, um draußen zu duschen. Ist aber kein Problem, hat mein Händler gesagt, kann man draußen durch die Toilettenklappe machen, ist gar kein Problem, kann einfach dazu bestellt werden, ist eine einfache Nummer. So, Tür zu. Dann kommen wir in die Dinette. Auch hier super viel Platz, auch die Beinfreiheit hier unten, toll. Hier ist ein Fernseher eingebaut und wie man sieht, der ist fast rahmenlos. Ein tolles Teil, macht es natürlich wirklich spannend, weil wir können natürlich durch das Rahmenlose können wir einen kleinen Fernseher nehmen und haben trotzdem sehr, sehr großes Blickfeld. Hier oben unser normales Heki. Wie eben schon erwähnt, ist es auf Zitrönbasis. Schönes, aufgeräumtes Cockpit. Hier sogar mit der Klimaautomatik und einem Alpine-Radio. Und hier oben die Steuerzentrale vom Auto. Einmal rechts die Duo-Control von Druma. So habt ihr auch abends nicht das Problem, dass euch, wenn eine Gasflasche leer wird, dass ihr aufstehen müsst und umstecken müsst. Das macht die gute von allein. Dann hier das normale Dometic Panel. Die Druma-Steuerung für die Heizung und für die ganze Temperatur im Auto. Und die ganz normale CBE-Steuerung für Wasserstand und für die Batteriestände. Wenn euch dieses wunderbare Schmuckstück gefallen hat, dann schaut doch mal unten in meiner Videobeschreibung. Da schreibe ich euch alle weiteren Infos rein, wo ihr dieses Fahrzeug findet und welche Specials noch mehr in diesem Auto verbaut sind. Denn ich habe euch noch lange nicht alles erzählt. Ihr sollt ja hier bei Windisch Wohnmobile auch noch selbst was erfahren und auch rausfinden. Wenn euch dieses Video gefallen hat, immer gerne einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns ganz sicher bei einem der nächsten Videos.